zu einem wunderschönen zu Extermination Day. Sollte richtig sein. Ich hoffe es doch. Na komm. Okay. Ach, die Map. Oh mein Gott. Was? Alter, 7% Leben? Das ist doch ein Witz. Wie konnten die mit so... Oh, ich habe nur 53% Leben. Das ist natürlich ein bisschen traurig. Dankeschön. Dankeschön. Gott. Und das Level mit so wenig Leben speichern. Starten ist natürlich auch ein... witziger Akt der Verzweiflung. Nein, das gibt's doch gar nicht. Ich hasse diese Mikro-Ruckler. Was ist denn hier los? Gott! Danke, geht doch. So, jetzt muss man gucken. Ich glaube, ich mache mal erstmal von der Seite hier. Schon wieder plus 10%, 7% Leben. Hallo? Da. Okay. Einfach verstecken. Der 8% Leben. Ah, wir haben jetzt wirklich auf ein paar. Ach ja, ist ja. Ach, leb mich doch am Arsch. Hier sind gefickt. Arschloch. Ach, der lebt. Och Gott. Immer so Bullshit. Warum überleben die Bastarde eigentlich immer?
Geht doch. Noch ein Soldat. Na gut, ich würde sagen, wir gehen das mal rein. Das kann halt allein, ja. Wow. Wenn man D drückt und aus Versehen auf S und D kommt und die Tastatur einfach mal gar nichts mehr erkennt. Na komm, Mädel. Geht doch. Da war eine Wand zwischen uns beiden, Junge. Das geht so nicht. Oh, Alter. So lang da, ne? Das ist ja hier, Mann, oh, geht doch. Da kriegst du echt AIDS. Ah, ja, da liegt. Was? Wo denn? Hier unten schon wieder, ne? Nein! Mann, Alter. Alter! Ich hoffe, die Entfernung einfach nicht treffe. Dort gibt's ja gar nicht. Okay. Ja doch. Okay, ich geh jetzt mal hier runter. Dann machen wir hier Kleinholz. Hehehehe.
voll daneben. Ich komme mit diesem Scheiß, dass er nicht mehr Auto nachlädt, nicht klar. Geht doch. Meine Fresse. Ich glaube jetzt. Was? Ach ja. So, hier ist einmal Mr. Das ist klar. Das ist klar. Komm her. Muss ich die Schwierigkeit nicht holen? Okay. Hätten wir das auch? Ja, komm jetzt. So. Ich komme jetzt mal hier auf. Macht sich von der Architektur wahrscheinlich am besten. Müsste warten, hier kommen. Bin ich echt weiter hinten gegangen? Ernsthaft jetzt? Arschloch. Okay. Gut, sieht doch gut aus. Stimmt, der Plasma-Waffe haben wir auch noch, ne? Nee, haben wir nicht. Mist. Dann war das bei Doom Eternal, wo wir Plasma bereits hatten. Das ist aber traurig. Ah, gut, das ist natürlich ein bisschen, da muss man aufpassen. Ja. Na komm. Na komm, raus, Mädel. Thank you.
Boah, Mann, dass ich hier mal genau in dem Moment zugehen muss. Super, ist er weg. Yay. Boah, ich hasse diese Typen. Ja, fick deine Oma. Boah. Arschloch. Klappe jetzt, aufbleiben. Voll annehmen. Ich hasse diese Türen wieder. Gott. Noch einer? Ach Gott, der war ja das mit dem Menkübis, oder? Okay. Wie auch immer sie es noch da oben geschafft hat, ich habe keine Ahnung. Ah ja, schon klar. What? Lol, ein Doppelschlag reicht aus. Das ist aber nett. Hatte ich jetzt so nicht gedacht, aber gut. Okay. Damit können wir, oh Gott, ab in unseren Raum. So, blau wie der Enzian. Ich muss zugeben, das mit diesem Nachladen ist echt immer so kacke. Bei der früheren Version kann ich es immer so, dass wenn man praktisch immer geschossen hat, bam,
Ob man dann nochmal geklickt hat, dass er dann nachlädt. Tut er jetzt aber nicht mehr. Heißt also, jetzt muss man wirklich die Nachladetaste drücken, damit er auch nachlädt. Das ist echt ein bisschen behindert. Och komm, mach schon wieder nach. Okay, ich hab jetzt. Stefan. Okay, dann geht jetzt in den eher beschisseneren Part. Na gut, was soll's. Erstmal alle anlocken. Was war das gerade? Ja, im Rennen kann man nicht schießen. Das war klar. So, und nun kommt alles drauf her. Ist das da drin? Diese automatische Schließen dieser Tür, das fuckt mich so ab. So, also einfach warten, bis sich beide Türen geschlossen haben. So, und jetzt können wir sie wieder öffnen. Erstes Hut ist bereits aufgebraucht. So, komm. Hallo? Aha. Jetzt noch einer? Oh oh. Wo denn? Boah, Alter, guck mal hier. Ja. Immer dieses Rumglitschen hier. Das ist doch. Boah. Nee, nee, nee. Wie soll man denn so bitte schön hier ordentlich laufen? So ist nicht. Im Fahrstuhl oder was? Ja, im Fahrstuhl. So, sind jetzt hier alle weg? Alle weg. Ha, die Frage ist, mache ich Safe Scratch oder einfach drauf los? Ich probiere mal was. Ich habe keinen Plan, ob das Ganze funktioniert. Das war dumm.
Das war tatsächlich ein bisschen dumm. Also, fast genau nach vorne laufen geht das auch schon mal nicht, wenn man da nur rumfliegt. Oh Gott. Da ist noch einer. Haha. Oha, Zeit zu knapp. Gott, das passt ja nie im Leben. Ja, doch, passt. Gerade so. Jonio! Alter, das will ich nicht mit sowas. Ach komm jetzt. Auf da. So. Dann kommt jetzt. Oh Gott. Du darfst. Dann warte ich erstmal. Erstmal die Toiletten. Wo sind die Toiletten? Ich muss pissen. Ich würde mal sagen. Achso, siehst du erstmal hier hinten noch? Achso, hier war ja gar keiner. Na gut, dann nicht. So, dann kommt jetzt Operation Pinkies. War klar, ich bin natürlich wieder direkt straight in die Säure. Weil natürlich auch beim Überklettern gleich so eine kinetische Kraft hat, dass man 30 Kilometer weit fliegt. Meine Güte! Da kriegst du doch echt hier. Erst was verwechseln, dann irgendwas Sinnvolles machen. Gott! Schnauze jetzt hier, okay? Ein einziger? Boah, Alter, komm her. Klingt ruhig. Erstmal gut zu sein. Das Ding hebe ich immer auf. Jetzt haben wir. Ach so, wir haben schon Alkan. Dann können wir jetzt in den letzten Raum rein. Oh. Das war eine Tür zu früh. Was? Wo denn? Oh, der hat schon wieder beim Stern geschossen. Ja, das sieht jetzt aus. Oh Gott, der kriegt auch wieder. Oh,
So, jetzt mal gucken, wie ich sie da oben erledige. Mein Licht reicht nicht bis da oben, ne? Ne. Definitiv nicht. Man sieht einfach nichts. Oh, bleib doch auf hier. Geht doch. Boah, Alter, danke. So, die Frage ist, nächster Halt wird dann jetzt draußen. Und wir kommen hier nicht mehr wieder rein. Das ist deprimierend. Wisst ihr was? Eigentlich könnte ich auch mal was probieren, wo ich eigentlich mal dagegen bin, aber in Betracht der Situation hätte Pistolenmunition mehr hier? Ist ja langweilig. Ah, sieht doch schon besser aus. Leute, ich brauche mehr Pistolenkugeln. Das Schöne war ja, früher haben die Shotgunner auch immer Pistolenmunition gegeben. Mittlerweile gibt die Shotgunner aber bloß noch Shotgunmunition. Das heißt also, ja, man wird nicht mehr mit Pistolenkugeln so voll geschissen. Wie die gute alte 9mm. Wobei ich gar nicht weiß, ob die Uzi überhaupt 9mm nutzt. Also die hier. Na, auf jeden Fall ist es offiziell diese Pistol-Munition. Gut, ich meine Pistol hat keine 9mm, ne? Also ich nutze hier eine Wumme mit 300.000 Makrometer. Auch wenn ich gerade gar nicht weiß, was Makrometer überhaupt sind. Ich glaube, das ist eine vollkommen unlegitime Einheit. So, okay. Und zwar nehme ich jetzt das Ding. Und guck mal, wie es ist, einfach mal durchzurennen. Ich schätze mal, es wird nicht funktionieren. Da sind doch noch welche. Boah, Alter, leck mich doch am Arsch, Mann! Jetzt muss ich erstmal rausfinden, mit welcher Geschwindigkeit ich rüberlaufen muss, damit ich doch oben ankomme. Das ist doch nicht mehr normal hier. Jetzt lauf doch mal, du Hansen. Ja, meine. Oh. Das war schon mal so, ich war schon wieder falsch. Ja, ist ja gut jetzt. Okay, langsam rüberlaufen. Das geht auch. Das ist doch wieder Bullshit hier. Ja, jetzt komm doch, mach doch hin. Oh.
Boah, da habe ich auch noch einen Mann, ey. Oh. Also irgendwie habe ich das mit dieser extrem geringen Schwerkraft hier nicht so schlimm in Erinnerung. Naja, wenn ich nicht hängen geblieben wäre, hätte es sogar funktionieren können. Hey, sind zu viele. Vor allem gegen die mich halt einfach. So. Dann probieren wir nochmal den alternativen Weg. Wenn der auch nicht klappt, dann müssen wir uns doch durchboxen. Ach ja, siehst du, die da hinten geht der erst auf, wenn die alle tot sind. Abgefuckt, ne? Das wird ein Höllenkommando. Gut, dann gucke ich noch mal ganz kurz hier. Das Witzige ist, man kommt da glaube ich auch gar nicht mehr raus, oder? Wenn man da unten in der Kanalisation einmal drin ist. Das war die falsche Tür. Wieder rausnehmen, ne? Klar, man stirbt natürlich. Oh, klar. Hä? Also, das ist kein Secret, das ist einfach nur dumm. Gut. So. Tja, die könnte man noch genau auf mich drauf zielen. Also funktioniert diese Unsichtbarkeit bei denen echt absolut gar nicht. Was natürlich wieder klar war. Alles andere wäre ja auch fair gewesen. Ja, komm. Ja, mach hin. Danke. Thank you.
Ja, findest du was? So, wovon haben wir noch am meisten Munition? Wahrscheinlich von der hier. Wobei die Aussage auch ein bisschen falsch war, weil wir kommen nicht mehr rein, wir kommen nicht mehr zurück. Also im Hochwasser hier so viel Munition haben, war ja auch eher schlechter als recht. Ist alles eher so suboptimal. Mal gucken, ob wir jetzt die blaue Rüstung bekommen, aber so wie es aussieht, nicht. Ach, ein Minischen. Keine Chance. Wie war denn das? Müsste man dabei ein Stoßgebiet aufsagen oder was? Komm, leck mich. Ach nee, geht ja nicht. An die andere Rüstung kommen wir ja nicht. Na gut. Danke dafür. Danke dafür. Muss reichen fürs nächste Level. Gut, dann haben wir soweit erstmal hier alles abgegessen. Hallo? Wo ist der andere? Da hinten? Nein. Hä, waren hier nicht zwei drin in dem Raum? War mir so. Oh ja, was soll's. So. Gut. Hier liegt leider nirgends mal Munition rum. Hier liegt leider nirgends mal Munition rum. Dann beginnen wir uns mal das nächste Level. Eine Schande. Oh Mann. Tja, und dann ist das schon was, was für mich nicht mehr erwartet. Schau mal drauf.